Moin Freunde und willkommen zurück zu Borderlands mit Bolias. Hallöchen. Ja, moinsen zusammen. Geil, der gute Mann hat Schlüssel. Ja, Schlüsselparty. Ja, und da wollen wir mal gucken, wie das aussieht hier. Ja, gucken wir mal, ne? Sind sehr gespannt auf die goldene Truhe. So, pass auf. Ja, Obacht. Oh shit, ich bin so aufgeregt. Alles weiß, fast. Okay, alles was ist lila, das für ein Ding? Nee, hier ist so ein Lego-Teil. Wo? Oben links oder nicht? Ach so, ja, das ist aber nicht für mich. Lol. Dein Vieh ist im Weg. Ja, oh mein Gott, ich habe es nicht unter Kontrolle. So, ein Artefakt habe ich noch gekriegt. Ah ja, das war das neue Wirbelding. Ich habe was für dich hier. Das ist nice. Und zwei Waffen. Mit unserem Lootglück in letzter Zeit hätte ich halt gedacht, das ist alles weiß, was da rauskommt. Das wäre richtig mies, ey. Auch gut vorstellen können. So, das kann ich fallen lassen. Bitte Alter, schön. Dankeschön. Ja. So. Ja. Weiß ich nicht, ob dir das was bringt. Ja, ich nehme das einfach mal. Ich renne so lange mit dem alten rum. Das ist schon cooler. Jetzt hier noch ein paar. Eine Waffe. Moment, die muss ich gleich mal austesten. Oh, Junge. Ah, die lädt auf, okay. Hast du Bock auf so eine Waffe? Nee. Schön Feuer? Ich hab aber auch echt gute Waffen eigentlich momentan. Außer ja, mein Raketenwerfer, aber der ist Müll. So, Moment, dann habe ich hier noch was. Gegessen? Ja, nachladen ist auf jeden Fall nicht so ihr Ding. Ja, 35 Schuss drinne, ne? Okay. Kann ich erstmal ballern, Alter. Junge. Ja, das sieht gut aus. Da. So, bist du bereit für die nächste? Jus, wie viel willst du machen? Na, alle? Alle? Ja, gut. Von mir aus. Alle. Oh, Legi-Waffe, Alter. Wow. Nice. Und es ist so ein Spray-Ding, wie mit diesem Vogelschiss, was wir mal hatten. Also vom, gleich mal reingucken. Vom Icon her zumindest. Moment, also das muss ich ja auch rausnehmen, so, damit sie zugeht. Schön, so. Der Vogelschiss, Junge. Wo ist denn die Waffe? Scheiß mich zu, yeah! Die ist da weg. Ist sie! So. Kann ich meinen Raketenwerfer auswechseln? Ja. Yeah. Oh boy. Junge, was ist das hier? Okay. Okay, was habe ich? Vortex-Granate? The fuck? Achso, das zieht so zusammen. Ja. Okay, und dann habe ich hier intelligente Raketen. Yo, es ist echt so ein Vogelkack-Spreading. Krass. Ja, das ist schon ganz geil, wenn man damit richtig tryharden will, ziehst du halt alle zusammen und fistest sie dann mit den Raketen. Jawohl. Das ist schon krass. Wird halt nie richtig funktionieren bei uns, aber... Nee, aber ist egal. Ich kann hier ein paar Raketen wegschießen. Eben. An sich stabil. So, nächstes. Jo, Finale. Hä? Hast du dein Vieh? Ja, jetzt habe ich dein Vieh gestreichelt. Das hatte gar keinen Bock da drauf. Es musste sich direkt betäuben, um das Trauma zu verarbeiten. Nächstes. Let's go. Oh, ich sehe Leuchten. Oh, okay. Eine Legi-Knarre. Und eine Legi-Granate. Schicki-schicki. Schicki-schicki. Nice. Oh, mein Inventar ist voll. Oh, Junge, was hast du gemacht im letzten Part? So, pass auf. Ich nehme mal die Legi-Waffe, die Knarre, und schmeiß dir mal, wenn du die möchtest. Möchtest du die Granatenwerfer? Ja, ich würde mich über eine neue freuen. Ach so, Granatenwerfer, ja, erst recht. Ah ja, hier den Raketenwerfer-Dings da. Von mir aus gerne. Merci. Komm da nicht mit klar, Digga. Ja, das stört mich nie. Komm selber nicht klar. Da fühle ich mich wie zu Hause. Wenn ich sowas Ich habe jetzt auch noch neue Schilde für dich. Okay. Vielleicht hast du da Bock drauf. Sounds good. Das ist 301er. Der hört sich am besten, glaube ich. Und weiß ich nicht, muss mal gucken. 301. Oh, ja, aber hallo. Krass. Merci. Was ist jetzt passiert? Wieso ist diese Legi-Granate schlechter? Sehr, sehr beängstigend. Granaten explodieren beim Auftreffen. Kavum. Das ist doch mal eine Beschreibung, Mann. Muss ich mal kurz gucken. Oh. Was ist da los? Wieso explodieren die dann nicht? Alter. Ja, die nehmen wir doch mal mit. So, die nehmen wir mal mit. Die wird mitgenommen. Das Schild hier ist mega heftig. Das macht 2300 Schild, ja, aber verringert auch deine Gesundheit um 10%. Ja, aber für das Schild, Alter. Weiß also kannst du noch nicht aufnehmen, ne? Doch, könnte ich, aber ich habe gerade ein geiles Schild bekommen.
Das wollte ich dir jetzt nicht einfach klauen, auf jeden Fall. Ich hätte hier noch ein paar, zwei Granaten vielleicht für dich. Granaten finde ich auch ganz interessant. Da habe ich nämlich noch den Pilz. Ah ja, ah ja. Oh ja. Kannst du dir mal angucken? Oh ja. I like that. Klassenmod. Legendäre Sirene, ja, okay. Böhm. Das sind die beiden. Oh. Oh ja, lecker. Nice one. So, das Schild. Muss ich mir mal angucken, kurz. Ja, wir kriegen ja einiges, ne? So, Schild. Schild 2300. Mal. Okay. Alter. Ladegeschwindigkeit auch erhöht. Ich glaube, die sind minus 10% maximale Gesundheit. 8% Gesundheit und 17% Resistenz gegen den letzten erhaltenen Schadenstyp für 3 Sekunden. Also, ich bekomme ja nur 2% Gesundheit abgezogen. Okay, ja, dann gönn dir mies. Dann kriegst du das andere, was ich jetzt hatte. Also kannst du dir mal angucken. Okay. Ich gucke gerne. 1800 Schildkapazität. Oh ja. Oh ja, oh ja. Lecker. Böp. Cool. Das ist meine Legi. Alter! Ja. Finde ich gut. Vor allem ist sie übelst klein, aber eskaliert definitiv. Ja, krass. Das ist die, ja. Ich hab den ganzen Schmutz hier. Nice Legi-Waffen jetzt. Ja, das ist doch gut. Dann sind wir jetzt ready für den Clay Talk. Und ich glaube, bei dem waren ja auch, wenn der da noch steht, gleich ein paar Automaten. Da kannst du nochmal vertickern dann. Jawohl. Dein mieses Geschisse, Junge. So, sprecht mit Clay. Nee, ich will nicht dein Haus hier schon wieder streicheln. Hallo? Es läuft immer zu mir. Ich weiß nicht, was geht los, ey. Hochmoorbecken müssen wir hin. Ey, wie diese Map, ne? Holy fuck, was ist eigentlich da los? Haben wir. Ja, Clay, da müssen wir ja hier hin, ne? Ich sehe ihn nur nicht. Ist das in dem Haus? Ne. War der nicht in der Stadt mit bei? Jetzt da unten, ja. Da unten ist er, ja. Okay, sehe ich auch tatsächlich. Kannst du porten? Ich versuch's. Und zwar. So, ja, kann ich. Nee, Verbündeter ist in einem Menü. Ja, ich raste ja, ich komplett aus, echt. Ja, Alter, Alter, mal. So, also Twist. Ich hab's gestartet. Ja, hey, man nennt mich auch den Porter. Weiß nur wieder keiner. Bist ein Zauberer, Harry Potter? Ich weiß, Bruder, ich weiß. Da sind wir wieder. Willkommen zurück. Im Sumpf. Wir waren richtig produktiv so. Wir haben Claptrap geholfen. Wo sind denn nur alle? Kevin's hier sammelt. Oh, was ist hier los? Clay ist wütend. Das ist nicht so schön. No, Clay. Why, Clay? Schlitzohr, gut, dass du da bist. Ich kann etwas Hilfe gebrauchen. Ich gehörte mal zu einer Schmugglercrew, die sich die Schurken nannte. Ich habe sie gebeten, das Schlüsselfragment zu finden und das taten sie auch. Sie infiltrierten die KDK und tauchten ab. So tief, dass ich die Schweine jetzt nicht mehr finde. Du musst sie für mich aufspüren. Hier, nimm das. Cool. Der Knarre. Den Schurkenblick. Rat mal, was er kann. Ich rate nicht, ich stelle fest. Sie kann... Was weiß ich denn? Der Schurkenblick kann alles, Baby. Geheime Botschaften hinterlassen, Beute verbergen, Punkte markieren, Fallen stellen. Jeder Schmuggler bei den Schurken hat so ein Ding. Und jetzt hast du auch eins. Okay. Wie gesagt, die Schurken haben nach dem Fragment gesucht, während sie die örtlichen KDK angriffen. Mit dem Schurkenblick kannst du sie aufspüren. Alter, was ist das? Ich habe etwas Beute in der Gegend versteckt. Probier den Schurkenblick gleich aus. Schau einfach durchs Visier. Okay. Beute in der Gegend versteckt. Also das war hier nur Burger ausliefern immer, ne? Ja. Das war die Quest. Gut, mystische Waffe. Der Schurkenblick. Bam. So. Schade, ich dachte, musstest du die auswählen, oder? Die muss ich ausrüsten, ja. Okay, dann muss ich das wohl auch, leider. Rüste den Schurkenblick aus und wenn man durchs Visier schaut, dann soll man versteckte Zeichen erkennen können. Okay. Irgendwo hier anscheinend. Oh ja, tatsächlich. Wow. Ja, ich sehe was. Krass, gar nicht creepy oder so. Bam. Das müssen wir jetzt kaputt machen oder was? Ja, das ist eine Kiste hinter. Oh. Nice. Legi-Waffen. Nö, Müll. Ja, dann ist hier vorne bestimmt auch einer. Ne, wir haben es hier auf der Map markiert. Oh lol, wieso brauche ich dann die Waffe?
Ja, wir sollen ja nur üben, jetzt die Zeichen zu sehen. Ich weiß gerade nicht, ob hier richtig... Ne. Kamadi, wir brauchen deine Hilfe. Wir sind Opfer unseres eigenen Erfolgs. Erinnerst du dich an dieses Video, in dem Troy deine Sirenenfreundin voll krass umgebracht hat? Wie sollen wir das nur überbieten? Ich weiß nicht. Töten wir ein paar Waisen oder vielleicht Welpen oder wir stecken einen Haufen Welpen in ein Waisenhaus und brennen es nieder. Was für ein Dilemma. Wie halten wir die Opfergaben am Laufen? Oh, Taryn, vielleicht sollten wir unsere Anhänger entscheiden lassen. Oh shit. Eine Mordumfrage. Gefällt mir. Ich muss los, Superfan. Die große Kammer ruft. Schon bald werden wir Götter sein, ihr Pisser. Bis später. Ihr Pisser, Junge. Nur nicht für dich. Geil. Oh Mann. So, haben wir das Ziel schon erschossen? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ja, hier ist eine Kiste wieder. Das finde ich aber gut. Schurkenblick können wir gerne immer am Start haben. Raketenwerfer. Engulfing Grappa, okay. Sieht aus wie eine Heckenschere oder sowas. Was zum Fick, Mann. Wie, wenn ich wissen, wie dein Garten dann aussieht so letztendlich. Kantenschneider. Das war schön. Mit dem Raketenwerfer, Junge. Mir die Kanten auch richtig funktional beschnitten. Das Feine, ey. Weißt du? Ja, richtig. Was machst du da schon? Ja, hier ist noch so ein Badass Oh, mit Loot, aber. Alter. Nicht schlecht. Blaue Waffe. Schlecht. Lila Waffe. Ja. Nehme ich mal mit. Sympathisch, man konnte sich unterhalten auf jeden Fall. Brauch ja. Dann brauchen Gold wir wieder, hier Credits, wie heißen sie? Ja Mann, Gold Credits. Money. Und zum Bernsteinsumpf sollen wir. Ja, wir springen hier runter, Alter. Ja, chillig. Yeah. So, was geht? Gegner. Verloren. Blicke durch das Zielfernrohr des Schurkenblicks, um es zu finden. Boah, Alter. Das gut einsetzen, ja. Ah, da ist die Kiste. Gumo. Geil, Alter, schön. Das ist eine schöne Quest, Alter. Das ist Looten und Leveln sein Onkel. Oder ist halt große Psycho wieder. Oh, der hat einfach Lego gedroppt. Ehrenmann. Alter, was? Nice. Vor allem haben wir dem nicht letztens erst Burger gebracht? Ihre Augen. Ja, naja, ihm jetzt nicht so, ne? Ja, gut. Okay, der hat eine legendäre Shotgun gedroppt und da steht weg von der Welle, Alter. Jawohl. Nice. Okay. Ich hab mich schon gefragt, Knarren, wo ich die hätte. Aber keine Leggy. Das ist gar ein Briefkasten, der Mann. Ja, ich kann einen Schurkenblick. Soll ich den schon tauschen? Weiß es nicht. Das ist die Leggy-Shotgun hier. Alter! Ach, das hatten wir schon mal. Ja, so ein Ding. Diese Soundwave-Waffe am Anfang. Ja. Wow. Wow. Es reicht. Und die prallen auch ab. Junge, was für kranke Scheiße. Ja, was geht hier mit den Waffen in diesem Part echt? Vor allem, wie sie auch droppen. So krank, jetzt habe ich alles erstmal wieder hier upgraded, das ist schön. Jetzt müssen wir hier einmal rum. Durch, oder hier durch? Das Ding hier, ne? Ja. Jo. An den Wurzeln vorbei. Ja, was ist das denn? Elektroaffen. Angriff. Ich habe Elektrowaffen. Oh Gott, das ist schön. Oh shit. Bam, Junge. War das zu viel für Auf Wiedersehen. Oh, er hängt da oben. Manchmal jagt man, manchmal wird man gejagt. Jetzt liegt da unten. So, da unten sehen sie. Sie werfen mit Kacke, ihr Wichser. No. Butz. Butz. Jawohl, Alter. Schön, nicht mehr nachladen zu müssen. Ey, was droppen die ja alle für blaue Sachen, Junge? Ganz ehrlich. Verpiss dich, Mann. Okay, der Schaden hält sich in Grenzen gerade. Vielleicht auch, weil ich nicht treffe. Aber. Ah, das könnte vielleicht. sein, ja. Ich sehe einen Zusammenhang. Sehr einen Zusammenhang. Ey, wie viel hier? Ah, ja, blau, wie viel Waffen hier droppen, so viel blauer Shit auch, Junge. Ja, irgendwas ist doch hier das anders. Ist auch irgendein Event bestimmt hier, von wegen Borderlands, Quarantäne-Bonus-Drops und so. Gönnt euch reichlich, Leute. Gönnt euch mies, Habibis. Geil. So. Bis da? Yo. So, hier muss das irgendwo sein, oder? Den Bernsteinsumpf, aber meine Crew hat einen geheimen Eingang geschaffen. Finde ihn mit dem Schurkenblick. Nice. Schieß weiter auf die Markierungen. Okay. Easy, Alter. Nächster Halt, Bernsteinsumpf. Cool. Ich bin nicht wie du und verrate meine Crew. Ah, nice, Mann. Let's go. Ich frage mich, wie der Bernsteinsumpf aussieht. Der kann ja jetzt eigentlich auch wunderschön sein. Oder halt so. Das geht auch. Oder halt so. Oder halt. Okay.
cool. Willkommen im Bernsteinsumpf. Gumo. Vor langer Zeit hat ein Jacobs, dessen Name mir entfallen ist, im Sumpf nach Öl gebohrt. Aber jetzt ist es einfach nur noch ein öliger Friedhof. Egal. Das ist cool. Die Schuppenbasis sollte gleich da vorne sein. Egal. Wir müssen Archimedes, den Anführer meiner Crew, kontaktieren. Er wird sich um alles kümmern. Jetzt geht das jetzt richtig los hier erst, ne? Ja, auf jeden Fall. Die sind bestimmt auch nicht im Bunde mit den komischen Zwillingen oder so. Nö, nö. Nein. Das ist alles cool. Verkauf nochmal fix. Ich habe Schmuggelaufträge gegen alle Konzerne durchgezogen. Oh ja. Vor einer Weile haben wir versucht, Montgomery Jacobs höchstpersönlich ein paar Waffen zu stehlen. Archimedes konnte entkommen, aber ich wurde geschnappt. Statt mich in den Amboss zu werfen, bot mir Wainwrights Vater einen Job an. Die brauche ich noch. Seitdem arbeite ich für die Jacobs Corporation. Montgomery Jacobs lehrte mich, dass jeder seinen Preis hat. Und wenn du diesen Shitstorm von einer Galaxis überleben willst, solltest du deinen lieber kennen. Ja, ab in den Kampf. Legst du schon los? Ja. Lenkt sie ab. Dieser Shitstorm von einer Galaxis, Junge. Kalypso-Zwillingen lassen. Sie haben eine ganze Armee treuer Gratis-Anhänger um sich geschart. Die Konzerne wünschen sich sicher, sie wären drauf gekommen, statt alle Querulanten und Luftverschwender der Galaxis wie Aussätzige zu behandeln. Ich meine nur. Auf jeden, sei echt geile Idee so. Gibst den Leuten voll den Lebenssinn, machst ein bisschen religiös, fanatisch, sektenartig und lässt sie einfach für dich und ganz normal arbeiten. Hast du alle bei dir, ja. Richtig geil. Wie komme ich hier hoch? Oh. Hier ist die Kiste. Ah ja? Uah, easy, Junge. Ich weiß nicht, ob die gut ist, ob das eine normale. Ist. Nee. Enorme Kiste, Munition, Alter. Da unten ist ein Verwüster. Ich werde ihn verwüsten. Oh, er ist einfach zur Seite gesteppt und hat mich outsmartet. Ich raste aus, aber der nicht. Was? Oh, hinter mir ja auch noch. Bam. Oh, Junge, wie er zugrunde geht an den Blitzen. Oh, fuck. So mad. Oh, die sind ja auch geil. Zack. Alter. Wie die Blitze im Verbund sind, so wie so eine Kette. Ja, Mann, auf jeden Fall. Krass. Vor allem, wie schnell wir auch von den Lego-Waffen von der KI-Tante gewechselt sind, die auch so coole Geschütztürme rumgeworfen haben. Ich habe hier noch so einen geilen Kopf gekriegt. Geilen Kopf, Alter. Gönn dir. Bullmoser. Das klingt echt schön. Moser. Ja, muss ich nachher mal aussetzen. Bullmoser. Heißt du nicht Moose? Ja, ne? Oder so. Ja, Moose. Bullmoose, Junge. Flaummoose. Was ist das denn? Achso, Ramtaurus, den kennen wir. Bäm, Alter, oh, die Blitze, oh mein Gott. Ja. Yeah. Alter, was geht hier ab? Noch mal ein paar Granaten Holy hier. Fuck, ey. Ja. Schön blitzgewaltig hier. Alter, was macht meine Spinne da hinten bitte? Brutloss, wie machst du? Oh, vielleicht shit. Vielleicht hast du was gefunden. Das kann sein, nämlich Gegner. Oh, Junge, was geht hier? Also... Geil. Ach, du Scheiße. Ja, Mann, es muss alles explodieren. Ist das krank. Das ist echt richtig, richtig Borderlands einfach hier. Ja, aber so richtig was gefunden hat sie nicht, oder? Nee, weiß ich nicht. War echt einfach nur andersrum gegangen und hat alles zusammengepult. Ja. Braucht ein bisschen Auslauf oder so. Kann man so machen. Muss man halt aber nicht. Lala, der Bernsund. Das sieht hier komplett aus wie sonst auch. Ich dachte, hier ist jetzt alles voll cool und hier... Ja, hier diese Lichtmöppel sind cool. Ja, okay, die sind schick, das stimmt. Ich dachte, hier ist alles voller Bären, so Schreckensöden-Style. Und dann kommen irgendwelche Käfer. Die Kaiserin. Die haben Luftballons. Ja, gut, dann will ich nichts gesagt haben. Also, wenn die Luftballons haben. Bei uns im McDonald's gibt es seit Jahren keine Luftballons mehr. Als Kind hatte ich die immer. Ja, da gab es da immer so einen Haufen. Luftballonständer gab es da richtig. Genau, an diesen Plastikmöppeln dran. Ja, genau. Sind die einfach weg so mit. Hallo, wir sind eure neuen besten Freunde. Kommt zur Party. Wir wollen auf Luftbauen. Viel Spaß beim Verfaulen. Bam. Junge, ist das krank. Ich habe hier nochmal bei einem unterbessert. Ja, true. Wobei ja auch gut Kisten gerade rumstehen, also. Das wäre immer das Geile, wenn wir so humanoide Posten angreifen. Die haben dann oft auch Kram gelagert. Und hier ist irgendwo ein Claptrap-Teil. Hier hängt ich will es. Wir einfach mal eine Waffe haben, die nicht mehr nachlädt. Oh ja, das wäre gut. Was ist mit ihm? Wow. Er ist ein Junkie. Langzeitgedächtnisverlängerungschip. Sehr nützlich, denn unser Kurzzeitgedächtnis ist grottenschlecht.
Nein. Geil, ey, Junge. Bitte. Oh mein Gott. Einfach wie ich. Ja, wirklich. Oh mein so, Gott. So, ich hab ein Level up. Okay, wow. Yo, ich auch. Geil. Claptrap gibt uns EP. Er hat uns bestimmt jetzt immer wieder EP gegeben, weil er es vergessen hat. Das ist sehr nett von ihm. Der verdammte das Junkie. Das wäre auch cool. Stehst dann da und kriegst erstmal ja. ordentlich. Seine Sucht hat ihn gerichtet. Diese Namen von Dinos sind wir mal eben noch platt. Mach du die Dinos platt? Ihr miesen Bastarde, Junge. Ihr seid schon lange ausgestorben. Oh, shit. So, ich glaube hier... Cool. Kann ich noch mal was reinballern. Oh, was? Was haben wir denn hier... wenn man ihr Schaden austeilt, wird ihre Action-Skill Ablink-Geschwindigkeit kurzzeitig erhöht. Was ist das jetzt hier? Sieht so aus. Cool. Ja, die Häuser sind hier. Auch mystisch, echt. Ich kann, wenn ich hier kämpfe um mein Leben, also wenn ich runtergehauen werde, ja. kann ich jetzt auch Granaten schmeißen. Oh, okay. Sehr gut, das nehmen wir. Cool. Kann man eigentlich gleichzeitig in mehreren Bäumen skillen? Ja. Schon, oder? Dann kannst du ja echt so alles vollballern irgendwie. Das ist auch krass. Ja, ich gehe komplett ein bisschen auf Granaten jetzt. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Freunde, wir sind schon wieder am Zenit unserer Zeit. Haben wir am Anfang auch ein bisschen gebastelt. Ja, das ist tatsächlich so. Aber wir werden natürlich heute noch ein Part aufnehmen. Und werden diese Schurkenbasis finden und eine Exkursion planen. Voll toll. In diesem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hau rein. Ich hab mich schon gefragt, wo ich den Händen Macht's gut.